hat noch Geld dafür. Geld? Nein. Ich bin jetzt bei Schneider dabei bleiben. Nein. Erwin. Komm-Jäckchen. Ich nehme jetzt die Pfanne oder die beide Hände voll. Ja, gleich ist die Pfanne. Ich weiß, sonst gehen wir nach Hause. Die nach Hause. Ja, die bist du selber erst einmal weg, Brina. Hallo, ja, der Thomas kommt da runter. Ja. Und dann fahren wir so die Pfanne rein. Ja, der andere besteht ein bisschen besser, ne? Meine ist weicher. Ich kann schon mal bauen. Aber du hast kein Auto fahren, ja? Okay, ich guck dir das an, wie das geht. So das macht er dann so. Der ist aus dem lockeren Handgelenk. Dann geht's aber weg, du. Aus dem lockeren Handgelenk. Ihr schüttet viel mehr daneben wie ich. Die ganze Verdienst ist hier rein. Die zwei Körner kommt's ja nicht an. Nein, zu viel. Ich will nur mal ein Foto machen hier beim Laden. Hinter der Holzhütte. Oder da hinten die Lade da oben. Nee. Du machst das fein. Ja, da wird ein bisschen klein. Die Ruhe weg. Klein Abschalt machen hier. Soll ich den immer stopfen? Aber wert? Soll ich weiter den mal stopfen? Ist mir ein bisschen viel gerade hier. So. Ja. Das ist ja auch so. Nee, erst so. Erstmal so. Bis zum Schmatzen. Wenn ihr dagegen kommt, bis zum Gegen. Ja. Komm mal rein. Das ist zum Daumen. Ich hab das alte Ratsam. Das ist der riesige Job, der Chris immer zu schmatzen. Also für diesen Job hätten wir auch für dich gebraucht. Nein. Was hast du denn? Also, wie kommt das denn? Du hast sofort was machst du denn mit dem schwarzen Finger heute? So. Den hatten wir, ne? Besten verbieten. Nee, das ist fertig. Das ist verbieten. Das ist doch da zu lange. Ich kann nicht so lange hier. Aber gleich ist eben die Bahnhofstraße. Die müssen einfach wieder haben, ne? Ja. Nee, ich wollte nur den Daumen aufhalten. Ja, wenn er den Daumen nicht drauf hält. Ja, gucken. Aber wir lässt dann, ne? Wir lässt dann. Ich glaube nicht viel. Ich nehme nur noch das mittlere Loch. Ganz genau. Keine Ahnung. Das ist passiert, oder? Nein, das ist nicht passiert. Und ich sagte noch, 100%ig Astra gezündet hat er schon. Dieser blinde Sucht, das wäre gut. Doch hat der 50 rum. Ist ganz anders. Der Null. Dann werden die weiß, woher sowas kommt. Gestern war der 17.05. Dann wurde morgens Faust noch genommen. Wir haben vergessen, ja, rum zu machen. Was machen wir? Wir haben alle Finger drauf. Komm mal, kann man rausschneiden. Rausschneiden. So ohne Ton. Ich finde das so. Du kennst das? Hat ihr denn so einen Stand geschmissen? Ich gehe mir gleich ein Bier kaufen. Eins? Ja. Christopher. Der mit der Nadel am Stechen ist, der darf überhaupt nichts trinken. 1050 gestochen, das kostet mal wieder eine. Da ist ein bisschen wenig drin, ne? Ich bräuchte mal Rohr 1. 1988. Gut. Dann finde ich welches Loch. Ich möchte mal einen sauberen Stock haben. Ja, das ist gut, das ist dazwischen schießen. Ich hab Rohr 1, 1988. Ich hab mein Herz. Hinter die Spitze. Das ist der Rudi geht doch nur in die Mitte.
Stock! Hey! Das ist doch vorher. Hey, bravo! Sehr schön, schon dein Herz ist da. Die will sie lauter auf. Das ist ja ein astreiner Geruch hier. Deswegen bin ich auch immer nur unter diesen Löchern. Normalerweise musst du dich aufsetzen. Das ist auch so. Ich krieg's overpacken in die Ohren. Ich krieg's auch so ohne. Ja. Ich habe früh gesehen, dass er jetzt nicht mehr aufgeht. Ja, ja, ja. Ja. Jupp, ist es nicht so? Komm auf die Seite eben, hebt. Ich vertrage alles. Wenn es darum geht, muss man reden. So reden. Dafür bitte jetzt ist zu enttrocknen. Das sind ja Sachen, die. Die Dokumente, die wir jetzt aufnehmen. Wenn die verlieren, auch den Lehnen zu verlieren. Was willst du mit dem Land? Oh,
49. Ich würde sagen. Ja? Als die Woche vor Pfingsten war, zog aus der Soße eine große Schar. Sie wollten den Feind brennen. In Warstein, Rüthen und Kallenhardt sah man sie rauchen und brennen. Auf Benecke stand auch ihr Sinn. Es wäre für sie ein leichter Gewinn. Sie wollten sich dessen nicht loben. Das nehmen wir als Frühstück hin, das Rabennest dort oben. Am Dienstag vor Exaudi früh, da fingen sie der Beliker Kühe so vor den Mauernwagen. Die Stadttore, die machten ihnen mehr Mühe. Die fanden sie verrammelt. Sie setzten still die Leitern an und kletterten aufwärts, Mann für Mann in dieser Morgenstunde. Die Wächter nahmen ihrer wahr. Der Streich war ihnen misslungen. Die Wächter erhoben ein groß Geschrei. In Eile stürzte alles herbei. Die Männer mit Schwertern und Stangen. Die Frauen kochten siedenden Brei, die Soße dazu empfangen. Und wer schon hoch auf der Leiter stand, weil er sich zu kühn vermessen, ward wieder in den Grund gerannt, weil er sich zu kühn vermessen. Der Bürgermeister Wilke, ein tapferer Mann, Wilke genannt, war allen voran, entriss die Fahne den Feinden. Ein Pfeil durchschoss ihn, dass er sank. Er ward gar viel beweinet. Es waren der Soester gar zu viel, von neuem begann's wieder Spiel. Fast wollten die Belecker zagen. Ein Ratsmann rief, man solle geschwind die Bienenkörbe ertragen. Die Frauen trugen die Bienen herbei. Die Soester wussten wohl, was das sei. Sie lachten der Bienenkörbe. Die stürzte man ihnen zur rechten Zeit von oben her auf die Köpfe. Die Bienen flogen hin und her, sie flogen über die Soester her. Die haben das Summen vernommen. Es wusste keiner Rat noch wehe, den Stichen zu entkommen. Und war nicht, es stürzte einer über den anderen her, es war nicht ihres Bleibens mehr. Sie flohen in Hast von dannen. Die Belecker haben gewonnen. Ja, Herr Sommerkammer. Das heißt ein ganz altes. Gestaltet. 20 Jahre vielleicht. Der wird umgestaltet.